Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Last of Us, das DLC Left Behind, in der Rolle der Ellie. Yay! Wir gucken mal, wie die Vorgeschichte unseres Girls so abgelaufen ist und was uns hier so erwartet. Das ist ihre beste Freundin Riley von den Fireflies, die uns irgendwas ganz Tolles zeigen möchte. Mal sehen. Und dazwischen kriegen wir vor allen Dingen immer sehr interessante Infos, wie es abgelaufen ist, als Ellie Joel gerettet hat. Ich bin mir unschlüssig. Soll ich mich hier noch mit weiter umgucken? Oder ist das eher nicht nötig, weil es hier eh nichts gibt? Weil, oh Gott, hier geht's ja noch voll in diese Richtung da. Riley, warte mal auf mich da hinten. Ich gucke hier nochmal. Oh, hahaha. Sparst du noch für diesen Urlaub? Auf Hawaii. Hey, wo wollten wir nochmal hin? Hallo? Surfen in L.A.? Ja, stimmt. Surfen in L.A. Ist cool, dass sie uns auch hinterherkommt. Und hier sind noch ein paar Filme. Panda Patrol, Dawn of the Wolf und Fever Dream. Oh Gott! Hier geht's zum Parkdeck. Ah ja, gut. Traurig eigentlich, aber naja. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistole? Ach Gott. Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon fast. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Was hat er gemacht? 2 Wochen lang putzen. Wie Klos. Ach, Ellie. Ich sag dir, gib es auf. Kriegen wir nicht wieder. Ich hol mir die wieder. Also eine Super Soaker, das ist schon. Hatte ich auch als Kind. Mein Bruder hatte auch eine. Damit haben wir ordentlich Blödsinn gemacht, ne? Wie sich das halt so gehört. Aber ich weiß noch, wo wir mal im Urlaub waren. Als ich klein war, da sind mein Bruder und ich eines Morgens, ich glaube, zum Bäcker oder so gegangen, keine Ahnung. Und da haben wir die Super Soaker mitgenommen und auch so bei fremden Leuten dann so. Das war so eine dörfliche Gegend, schön bei Fenstern, bei Leuten auf dem Fenster mit der Super Soaker ins Fenster rein. Moment, kann man das noch strafrechtlich verfolgen? Nö, ach, schön. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Man. Damn. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Ja. Mal sehen, was noch da ist. Das ist ja auch immer so traurig in irgendwelchen, Zombie-Apokalypsen oder was auch immer. Das wäre der beschissenste Tod, wenn du dann an sowas. Ich sag jetzt mal, natürlich stirbst zum Beispiel, wenn du mit dem Auto rumfährst und dein Auto überschlägt sich und du stirbst am Autounfall oder so. Das wäre ja noch, ey, weißt du, so Zombie überlebt, aber Endstation, Autobahn. Ja, jetzt ist auch traurig. Gut, Straßenverkehr ist ja sowieso eine der Haupt- nicht natürlichen Todesursachen. Ist das Winston? Wer ist das? Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Ich wollte gerade sagen, na Hallöchen, Junge. Bingo. Hübsch. Willst du? Hat die eine Flasche Sekt? Hä, was ist das? Hat die da Sekt? Das sieht aus wie so eine also nicht Piccolo, ne doch. Nein, danke. Mehr für mich. Prost. Ich habe übrigens jetzt nichts gedrückt, ne? Wow. Okay, das ist eindeutig Schnaps. Zock. Ja. Na komm. Ich habe jetzt nichts gedrückt, deswegen hat sie es abgelehnt. Ich habe wirklich nichts gedrückt. Aber ich hätte es Ellie, glaube ich, auch nicht gegeben. Obwohl es eigentlich interessant gewesen wäre. Aber ich finde das cool, wenn wir hier Sachen finden. Oh. Ich finde es cool, wenn wir hier Sachen was finden. Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als sie tot war. No. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Oh. Ich glaube, wenn ich irgendwie so einen Hof hätte mit Tieren oder so, ich würde es nicht übers Herz bringen, da ein einziges Tier zu schlachten. Das wäre. Nee. Nee. Nie im Leben. Aber gut, darüber haben wir ja schon mal
Das Thema hatten wir ja schon mal mit, wenn man selber schlachten muss. Nee, dann sagen die meisten Leute, nee, könnte ich nicht, mache ich nicht. Naja. Aber gut, das ist jetzt hier nicht der richtige Moment, um über Tierschutz und tralala zu referieren. Zumal ich dazu auch kein Recht habe. Ich bin keine Vegetarierin oder Veganerin oder so. Ich esse Fleisch. Auch wenn ich manchmal denke, die armen Tiere. Aber wieso ist Custer so lecker? Verdammte Scheiße. Was tut die da? Ellie, hilf mir mal. Nö. So. Ich will hier nur noch mal kurz gucken, ob wir auch nichts übersehen haben. Kommt sie mir wieder hinterher? Nee, ne? Nee, sie hockt da. Wir haben hier alle Zeit der Welt, ja? Das Spiel sagt mir ja nicht, oh nein, du musst jetzt mal vorwärts gehen, tralala. Aber naja, gut. Achso, ich muss halten, ja. Oh! Alter Mädchen! Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ach. Ja. Aber hier kann man doch theoretisch hier so hochkraxeln, oder? Kann man da nicht einfach hochklettern und dann so rüber? Also. Naja, gut. Hm. Aha! Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Das finde ich immer so komisch. Von innen. Ja, aber. Gute Idee. Also, kann ich hier kurz mal. Ja. Das ist eine abgeschlossene Tür. Die sehr hoch ist, wo so ein kleines Mädel alleine nicht rüberkommt, ne? Die müssen sich gegenseitig helfen. Wer kommt denn auf die Idee zu sagen, ja, nee, kletter hier mal rüber, die kriegst du vielleicht von innen auf. Wenn die von hier abgeschlossen ist, wer sagt denn, dass da von innen, wer hat den Schlüssel stecken lassen? Also, Also auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Vor allen Dingen jetzt im schlimmsten Fall, hebt sie sie rüber, also sie hilft ihr rüber, dann ist die eine auf der Innenseite eingeschlossen da drin und die andere auf der anderen Seite. Ausgeschlossen. Also, ja gut, aber ich bin schon wieder zu kritisch, Entschuldigung. Wir wissen ja, dass sich das bisher bewährt hat, dieses Konzept mit, ja, hier, ich helfe dir rüber, mach mal die Tür auf. Riley? Läuft. Oh. Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Alter. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Eine Wolfsmaske. Siehst dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Ach du Scheiße. Setz sie auf. Ja, ach komm. Kein Brüllen. Du sollst brüllen! Oh, wir haben sogar einen Balken, den wir füllen müssen! Okay. Na geht doch! Mal sehen, was es hier noch so gibt. Wenn es jetzt nicht Monster gibt, die wir hier aufbeschworen haben. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Oh, ein Shake for your fortune. Werden wir heute sterben? Nicht. Nein, Quatsch. Du musst den umdrehen, du Genie. Yes. Das ist höchst unwahrscheinlich. So ein Trost. Okay, machen wir nochmal. Werde ich wieder Auto fahren? Ja. Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Wir machen einfach mal fröhlich weiter, das interessiert mich. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantäne zu? Oh ja. Die Antwort hängt in der Luft. Na, wir wissen ja, dass das, Wirklich? Wir wissen ja, wie es ausgeht. Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Na, wahrscheinlich nicht. Der Geist sagt? Ja. Oh. Ah, hörst du das?
Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Oh Mann, wieso können wir da weiterhin irgendwas fragen? Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Tja. Leck mich. Vielleicht. Werde ich jemals schwimmen lernen? Nein, Joel wird dich retten. Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Ach Gott, das erinnert mich an eine... Na, obwohl. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann dich sehr gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ah, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nö, das habe ich aufgegeben. Poker gehört dir. Oh Mann, das ist voll spannend. Sorry, wir verschleudern hier übelst viel Zeit. Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Kennt ihr die Sauspark-Folge Arschgesichter? Okay, jetzt ist vorbei. Puh, die Sauspark-Folge Arschgesichter. Das ist sehr schön. Jetzt können wir eine andere Maske aufsetzen. Wie sehe ich aus? Ist ja niedlich. Ist die ein Glücksbärchi oder was? Alter. Alter, wie cool. Oh, ich mag das. Das ist voll süß. Nee, das machen wir nicht. Ich kann mir noch mehr Masken aufsetzen. Ah, oh, schön. Also, in so einem Laden hat man sicherlich Spaß. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh. Nehmen wir. Die roten Schuhe. Was hast du mit ihm gemacht? Toto, was sollen wir nur tun? Oh Mann. Ach, scheiße. Das, wer kennt's? Ach, schön. Ein bisschen Zauberer von Oz Anspielungen. Wobei ich dazu sagen muss, bei Zauberer von Oz bin ich, leider sehr geprägt durch das, durch diesen... Ich sag jetzt mal, diesen ganz furchtbaren Film. Ich weiß gar nicht, der war sogar aus den 90ern oder so. Sind das Marshmallows? Nee, ach, Augen. Sowas kauft jemand? Geil. Ist mir zu hoch. Da bin ich geprägt durch diesen furchtbaren Film, den ich als Kind so ein bisschen als Horrorfilm empfunden habe. Ja, das war so klar. Das war so klar. Geil. Wow. Das war blöd. Ja, ne? Ich denke mal, den kennt ihr mit der bösen Eulen, die sich da immer andere Köpfe aufsetzt. Also einige von euch kennen den vielleicht. Ich glaube, der hieß auch nur Oz oder so. Also der war echt beschissen. Ich stehe voll auf Vampire. Also vor dem hatte ich als Kind richtig schön Angst. Edward? Ach so, nee. Ich bin Graf Dracula. No. Eigentlich heißt es Gräfin. Ja. Ich bin Gräfin Dracula. Ja, schön, schön. Oh, gibt's hier Wundertüten? Oh mein Gott, ich will eine Wundertüte. Oh, die würde ich mir holen. Also, ohne Scheiß. Oh Mann. Obwohl, es sind keine Wundertüten, das sind Kostüme im Beutel, ne? Naja. Also eine Wundertüte? Oh, Wundertüten waren so geil, als ich klein war. Berichte über echte Monster und ich zieh mir mal wieder den Vogelkopf auf. Den fand ich eigentlich ganz niedlich. So. Vielleicht sind wir jetzt immun gegen die Zombies. Dann machen wir hier mal die Tür auf. Haben wir jetzt ernsthaft die Masken auf? Ernsthaft? So laufen wir jetzt durch die Gegend? Ich habe eine Idee. Hör auf, mit Steinen zu schmeißen. Die Autos da unten? Ja, das Boot ist deins.
meinst das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Oh ja! Ha! Oh, das ist hier so ein Schnelligkeitsding, hä? Nummer 2! Halt doch die Fresse! Das gibt's oh, scheiße! Nicht. Ich bin total gut im Zielen, habe ich das schon erwähnt? Okay. Ich glaube, wir müssen die Rückscheibe von hier machen. Ja, Volltreffer! Was sagst du jetzt? Oh, hier ist noch einer. Nicer Scheiß. Was? Was? Treffer! Die Dachscheibe gehört sicherlich auch dazu, ne? Bingo! Ach, jawohl. Und die Seitenscheibe haben wir noch nicht. Hier, da. So. Huch. Aber wir müssen noch von der anderen Seite ran. So. Okay. Ja. Hey, wo ist denn jetzt hier noch ein Stein? Ich brauche noch einen Ziegelstein. Scheiße. Wo? Wo? Hier blinkt gar nichts mehr. Wo? Wir haben auch nur noch eine. Wo? Ach, hier. Nee. Scheiße, wo? Alter. Mädchen. Ach, da. Oh Gott. Ah, das schaffe ich nicht. Wenn sie jetzt trifft, ne? Die letzte. Halt die Klappe. Der war daneben. Ha! Oh, fuck. Nein, ich hab... Oh, nein. Einen Moment lang dachte ich, du hättest gewonnen. Okay. Naja, Deal ist Deal. Ach, scheiße. Oder? Los, frag einfach, was du fragen willst. Okay. Wie schaffen wir es, nochmal zum Anfang zu springen? Raumschiff. Kein Sarkasmus. Wie eins dieser intergalaktischen Riesenraumschiffe mit 2 Warp-Antrieben. Ellie. Ich weiß nicht. Mach einfach so weiter wie bisher. Das klappt schon. Will da jemand seine Freundin wieder? Na gut. Komm, wir haben es fast geschafft. Wir wissen ja, wie das Schicksal von Riley am Ende aussieht. Ohne dass ich es spoilern möchte. Was? Dass ich es spoilern möchte, meine Güte. Aber ich frag mich, ob das hier so eine... Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gut. Oh, my girl. Wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Komm mal mit. Nee, ich lese jetzt was. Warnhinweis. Lesen. Major Banks, dies ist meine 3. Anfrage innerhalb vieler Wochen und nach zusätzlichen Patrouillen in meinem Bereich. Seitdem die Quarantänezone Hartford weggefallen ist, wurde die Stadt mit Flüchtlingen überflutet. Viele von ihnen kommen durch das Einkaufszentrum, weil es hier so wenige Soldaten gibt. Diese Leute sind verzweifelt und wenn sie die Stadt betreten, sind sie meist auch infiziert. Wie ich es in meinem Bericht erklärt habe, musste ich allein letzte Woche drei Infizierte der Stufe 1 ausschalten. Ich weiß, dass die Mittel knapp sind, aber wenn wir hier nicht mehr Sicherheitsleute bekommen, wird dieses Einkaufszentrum verdammt nochmal überrannt. Mir hört überhaupt niemand zu. Der Lakai, Sergeant Winston Asher. Asher! Früher nannte er sich nur Ash, wollte alle Pokémon fangen, aber dann hat er gemerkt, dass es Blödsinn. So. Wieso können wir Spinde aufmachen, wenn da gar nichts drin ist? Sinnlos. Was ist denn hier hinten, Riley? Wieso gehen wir hier hinten nicht lang? Hä? Wir können doch hier sicherlich noch gucken. Achso, da schaltet man erstmal den Strom also, wieder an. Stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Wir haben bloß die Sicherungen umgelegt. Ist ja super. Ich muss sie nur wieder einstellen.
schaffen. Ja, dann machen wir das doch mal. Das funktioniert niemals. Läuft. Was habe ich gesagt? Heißt das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Heißt das, jetzt kommen alle Infizierten, weil sie das Licht sehen, zu uns? Außer Klicker. Die kommen einfach nur, weil sie das Geräusch gehört haben vom elektrischen Strom. Das musst du sehen. Oh, warte. Ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen. Oh Mann. Bist du bereit? Jetzt stehen da 100 pro Soldaten oder irgend sowas. Oder auch nicht. Ist das dein Ernst? Wie zum Teufel komme ich darauf? Joel, kannst du mich mal hochhieven? Und wir haben wieder einen Zeitsprung gemacht. Wir sind wieder Ellie in der Zukunft. Oder besser gesagt in der Gegenwart. Und schauen, dass wir uns hier irgendwie... Ich wollte gerade sagen, meine Güte. So. Also wir finden hier auf jeden Fall ein paar Flaschen. Oh! Na endlich auch mal zwei Kugeln. Na danke. Ich kann zweimal schießen, das heißt, wir sind verloren. Erste Kugel geht daneben, zweite Kugel trifft, aber nichts Tödliches. Das ist mein Stil, Baby! Außerdem werde ich immer unruhiger, wenn wir Sachen finden, die uns tatsächlich helfen zu schießen oder irgendwas anderes zu machen, was so überlebensnotwendig ist und so. Was? Können wir die Krähe erschießen? Das wäre eigentlich cool. Ich meine, nein, das wäre ganz schlimm mit Tierquälerei. Noch mehr Muni. Was? Ach, Mädchen. So. Na, 9 Ziegelstein, 6 Schuss haben wir. Und ich bin ehrlich gesagt sehr beunruhigt, wenn wir hier lang gehen wollen. Ich guck noch mal kurz draußen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo Kugeln, die möchte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Hm. Nee, Steine, Flaschen. Oh. Oh. Yes. Okay. Oh! Und ein bisschen Heilung. Cool. Die können wir definitiv gebrauchen. Ich möchte sie erstmal nicht heilen, tatsächlich. Sofern ich nicht weiß, wann es notwendig wird. Na, es funktioniert nicht. Besten Dank, Militär. Danke, Militär. Hört das auch irgendwie an? Ja, wir müssen einfach nur dem Generator. Folge den Kabel. Genau. Stimmt schon? No. Unser Girl. Ja. Folge dem Kabel. Blöde Geschichte. Lalala. Ah! Oh mein Gott. Alter. Boah, ich mag Katzen wirklich gern, aber oh, das muss doch nicht sein. Och Gott. Können wir die Katze noch kraulen? Nee, Katerchen? Ein bisschen Kratze, Kratze, Kraule, Kraule da. Kraule, Kraule hier. Ja. So süß. Ja, da führt auf jeden Fall das Kabel rein. Ich würde hier aber gerne mal gucken. Oh mein Gott. Ist ja kalt. Soll ich hier verrecken? Katze, hör doch mal auf damit. Die Frage, ob sie hier verrecken soll, ist sehr interessant gestellt in dem Moment. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir haben hier gerade ein bisschen was abgekürzt.
Ach so, hahaha. Das Kabel geht hier durch. Ich gehe mal wieder zurück in den Raum. Solange wir noch unsere Ruhe haben, möchte ich nichts triggern, was etwas daran ändert. Na los. Na komm. Hä? Ach, ich kann hier gar nicht rein. Toll, Spiel, toll. Stell die Energieversorgung im Flüchtlingslager wieder her. Ja. Ich gucke nur erstmal auf das Offensichtliche. Und zwar auf das, was uns hier vom Spiel so erstmal gegeben wird. Und das ist Munition etc. Und Heilung. Ehrlich gesagt sieht die Umgebung hier für mich aus wie ein Bosskampf. Wenn ihr mich fragt. Guck mal, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, irgendwie rumzulaufen, sich zu verstecken so ein bisschen, eine Runde zu gehen, die Gegner hinzulocken, wieder hinten rumzugehen. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Das gefällt mir definitiv nicht. Und ja, Spiel, ich weiß, dass ich dahin muss, aber dankeschön. Okay, ne, hier ist nur weiterhin das. Ist das Wasser hier tief? Nee. Ich guck mal, wie gesagt, noch kurz, bevor wir irgendwas triggern, was wir gar nicht wollen, gucke ich hier noch mal kurz. Aha! So. Oh, ja bitte. Ja. Wahrscheinlich muss ich dann dahin, wenn ich das aktiviert habe. Aber das heißt, dürfte es nicht gehen, oder? Was ist denn das hier? Achso, es war nur eine Kante. Scheiße. Ja. Okay, kein Problem. Laufen, 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 laufen. Ach, Mann. So. Können wir hier rein? Nee. Aber da liegt ja was drin für uns. Auch elektronisch gesichert. Aha. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir erst einmal den Part hier. Oh mein Gott, da haben wir ja jetzt einiges erlebt, würde ich mal sagen. Ich beende hier den Part, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!